Man guckt mal in die Richtung, ob man da irgendwas erkennen kann. Ein Ochsenkarren, der auf euch zukommt. Da Ach, kommt jemand. vielleicht ist das unser Glück. Wir könnten die Leiche mitnehmen, ohne dass wir uns weiter darum kümmern müssen. Hat durchaus großes Glück. Ja, die Hand wird mal auf dem Schwertknauf gelassen, das Schwert aber noch in den Boden gesteckt. Wird zum Richtung Ochsenkarren geguckt, ob da vielleicht bewaffnete Leute drauf sind oder. Ja, wahrscheinlich ein Händler, würdest du sagen, sitzt auf seinem Ochsenkarren und wenn er dann vor euch stehen bleibt, hält er dann auch Arren an, hebt seine Hände. Ich gebe euch mein Gold. Ich will keinen Ärger, ich habe nichts gesehen. Wir wollen kein Gold. Ich habe nichts gesehen, die Leiche habe ich nicht mitbekommen. Beruhigt euch, wir haben eine Rondra-Geweihte an unserer Seite. Bei den Göttern. Aber das ist Was doch eine Rondra-Geweihte, oder nicht? denkt ihr denn von uns? Warum erschlagt ihr euch jetzt gegenseitig? Ihr wurde von einem Löwen oder was auch immer getötet. Schaut euch doch mal die Wunden an. Davon verstehe ich nichts. Ich gebe euch mein Gold. Er knotet kurz an seinem Gürtel rum und Nein. er wirft Behaltet Ronga auf euer. alle Fälle in so ein Ledersäckchen zu. Rönger wirft dem mal ein wenig hoch in der Hand. Er Ronga. scheint wohl kurz zu überlegen. Zurückwerfen. Ja, du, warum das denn? Er hat uns das gegeben. Ja, weil er anscheinend ein Idiot ist. Ja, und? Gib her. Ich bin kein Idiot, ich hab nichts gesehen. Ja. Wir haben einen Auftrag für euch, guter Mann. Ja? Nehmt die Leiche und bringt sie an einen Buronanger und sorgt dafür, dass ihr ein göttergefälliges Begräbnis bekommt. Okay. Schaut mal. Naja, ich. Ronga, pack mal mit an. Ich schau nochmal betrübt ein wenig auf den Beutel und werf den dann wieder Richtung Händler. Er versucht das so ein bisschen zu fangen, aber fällt dann neben ihm auf dem Ochsenkarren runter. Klimpert wieder laut. Dann, Aber so viel Geld drin. hier, seht mal. Seht ihr die Wunden dort? Wie gesagt, davon verstehe ich nichts. Das sind Wisst ihr auch Krallenspuren. gar nicht. Sieht einer von uns aus wie eine große Katze? Ja gut, Ronga vielleicht ein bisschen, aber trotzdem, sieht einer von uns so aus, als ob er da reinbeißen könnte? In der Größe? So, die Götter zum Gruße, Rondra zum Gruß. Wer seid ihr? Ich bin Passdinger. Ich bin ein Händler. Ich komme aus Rancara-Lirena. Ich hab kein Silber geladen. Und wo wollt ihr hin? Nach Zwerch. Aber ich kann die mitnehmen. Und dann hieven wir die mal auf den Karren. Eins, zwei, ab. Oh, da werden so viele Fragen gestellt werden. Ja, dafür habt ihr euer Gold behalten, dass ihr diese Fragen beantworten könnt. Euer Gnaden? Ja. Könnt ihr dem vielleicht ein kurzes Schreiben aufsetzen, dass das alles klar geht und so? Werde ich machen. Vielen Dank. Geht das mit dem Schreiben? Ich kann im Gegensatz zu euch lesen und schreiben. Ronga kann nicht lesen und schreiben. Ich kann lesen und schreiben. Und hilf mir doch, den Rucksack abzusetzen. Meine Pergamente Ja, sind komm. drin. Natürlich, natürlich, natürlich. Also ich schnaub wieder so ein bisschen und 10 Minuten später hat sie ein Schreiben aufgesetzt, was sie dem Händler mitgegeben hat und ihr könnt weiterziehen. Erst wenn der Händlerkarren, der Ochsenkarren weitergerumpelt ist, wird dann auch Mara sich langsam mit eingekniffenem Schwanz zitternd auf die Straße trauen. Ja, ich würde nochmal zu ihr hingehen, mich vorher niederknien, sie umarmen und so ein bisschen fragen, was sie noch gesehen hat. Erspüren, was sie noch gesehen hat. Ja, du bekommst die gleichen Bilder, wenn sie dann wieder mit der Zunge über dein Gesicht leckt. Kann sie das genauer verorten, warum sie jetzt hier genau Angst hatte? Weil Hat das sie irgendwas wohl wahrgenommen? teilweise Jagdbeute ist. Also sie hat die Bilder von den Hunden auch nur so bekommen. Sie kann das nicht genau definieren, weil sie hat selber das Wesen nicht gesehen. Würde ich so ein bisschen aus ihr einmurmeln, immer mit der Ruhe. Wir haben ja Ronka, der tötet so große Katzen zum Frühstück. Und ich helfe auch dabei. Und dann haben wir zwei Magier und die komische Frau mit einer Hand. Und ja, das wird schon alles. Ich will mal eine Abrechenprobe. Abbrechen, das ist ein Vertrautentier. Wieso muss ich da abbrechen? Ja, abrechen. Ich habe Abrechen sogar 5, das habe ich schon ganz vergessen gehabt. Haha! Ja, ich glaube, zusammen mit der Loyalität, die Mara sowieso zu dir hat, kannst du sie dann so ein bisschen beruhigen und sie bleibt dann eng an dir und ihr könnt den Weg weiter voransetzen.
Alles klar. Ronga hat auf alle Fälle die Spur gefunden. Irgendeine Spur. Wollt ihr folgen oder weiter zurück in die schwarzen Lande? Was meint ihr, euer Gnaden? Ist das nicht ein Zeichen? Eine große Katze geht auf die Jagd? Sie guckt so ein bisschen zu den anderen. Selbstverständlich kenne ich die Lösung, aber ihr müsst auch noch Helden werden, jung wie ihr seid. Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, ein Bestienjäger ist hier am richtigen Zeitpunkt aufgekommen. Und das sagt doch etwas, oder? Ich deute mal auf Ronga. Der ist ein Bestienjäger. Und ich weiß zwar nicht, was das sagt, aber wenn du sagst, dass es was sagt, dann sagt es wohl was. Ich denke, wir sollten auf die Jagd nach dieser Bestie gehen. Und was... ja, Tau, tut mir leid. Wir haben sowieso keinen anderen Anhaltspunkt. Vergesst die heilige Queste nicht. Wir sind immer noch auf der Suche nach Parzifa. Ja, aber wir haben keine Anhaltspunkte, wo Parzifa liegt, außer in den Bergen. Genau. Oh. Und die Spur dieser großen Katze, ein Symboltier Rondras, führt in die Berge. Da mögt ihr recht haben. Und die Zwercher Hügel sind durchaus spitze Berge. Gut kombiniert. Selbstverständlich wusste ich das bereits. Das ist doch schön. Das heißt, wir gehen jetzt dorthin. Ich wusste das natürlich auch. Gut, Ardo, du hast den Test bestanden. Naja, Ronga. Als nächstes komme ich mit dem Schreibtest um die Ecke bei dir. Die Zwercher Hügel. Die acht Väterchen auch genannt. Der erste Berg, genannt Klanadosch. Merkt euch das. Klanadosch. Wo kommt der Name? Nun, ihr wisst sicherlich, dass die Zwerge hier in der Nähe von Zwerch siedeln. Die Stammväter haben ihnen den Namen gegeben. Es gibt hier Silberminen. Silberminen? Zu wissen. Na dann, auf zu den Zwercher Hügeln. So könnt ihr wieder einmal über die Straße gehen, die ihr gerade eben betreten habt, und biegt direkt ein in Richtung der Hügellande, die dann relativ schnell steil aufsteigen, auch wenn sie nicht mit den Trollzacken oder dem der schwarzen Sichel zu vergleichen sind, aber doch relativ steil ansteigen, bis sie dann wieder mitten in der Wildnis sind. Von weiteren Zwergen oder so etwas könnt ihr nicht sehen. Die Silberminen sind sicherlich seit einiger Zeit verlassen, zumindest die Zwerge haben sich zurückgezogen. Bis es dann bald Nacht wird und ihr einen Lagerplatz aufschlagen müsst. Wie machen wir das, Ardo? Wir sollten lagern. Ardo, suchst du oder ich? Komm, lass es gemeinsam. Ich dachte, der eine sucht, der andere hilft dem anderen dabei. Ja, dann hilfst du mir. Kann ich euch helfen? Ihr könnt alle gerne bei was auch immer helfen. Ja, natürlich, du kannst noch was lernen, Tau. Schaut mal, das da hinten sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr? Ja, währenddessen wird euch Univera von Seshwick natürlich begutachten und alles irgendwie abfällig kommentieren, weil sie weiß es natürlich besser, und zwar alles. Ich werde es komplett ignorieren. Jeden einzelnen Beitrag. Habt ihr hügelkundig, gibt es das? Waldkundig, ist es Wald? Ja, hab ich nicht. Aber hab ich auch nicht. 6 TRP. Sekunde, ich guck mal. Ich habe... Ich hab also sowohl Wald, ich würd aber auch Gebirge zählen lassen. Mittlerweile ist es gebirgig. Ich habe waldkundig und die Spezialisierung Wald für Wildnisleben. Ja, gut. Würde natürlich zählen. 2 und ich glaube 3 ist. 3 oder 5? Ja, sollen wir alle würfeln? Das reicht für einer, oder? Nee, ihr dürft auf alle Fälle alle würfeln, aber ich brauche einen, der die Anführerprobe ablegt. Alle würfeln, weil es geht natürlich auch um den persönlichen Lagerplatz, aber es geht auch darum, dass Univera an allem von euch herumkrittelt. Ich würde sagen, wir nehmen auch andere als den Hauptdingens. Der kennt sich im Wald gut aus. Nee, das haben wir ja schon als dich festgelegt. Das machen wir jetzt nicht nach dem Wurf. Gut, dann schauen wir doch mal nach. Qualität des Lagerplatzes. Geländekunde -3 hatten wir schon. Ihr beginnt eine Stunde vor dem Sonnenuntergang, das würde auch passen. -3, Geländekunde. Für jeden weiteren Helden mit einer Geländekunde habt ihr nicht. Helden werden verfolgt oder müssen auf Geheimhaltung achten. Werdet ihr verfolgt, wisst ihr das? Nö, wissen wir nicht und machen wir deswegen auch nicht. Gut, keine Geheimhaltung. Es ist bereits dunkel. Nein, es ist nicht. Wir haben Praios. Also es ist noch hell. Je nach Region. Tundra ist es nicht, es ist kein Hochgebirge. Ich gebe euch eine +2.
Dann sollten da aber immer noch genug Punkte übrig bleiben, sodass der Lagerplatz von dir quasi alles hat, was man möchte. Und zwar ist es versteckt und blickdicht, es ist ein individuellen Schlafplatz, es ist kein Jagdgebiet von Raubtieren. Ronka, dir fällt auf, dass es hier wohl ehemals viele Tiere gab, mittlerweile aber kein einziges mehr zu sehen ist. Also weder Vögel kannst du hören, noch irgendwelche Rotpelze, noch Wölfe. Also das war mal ehemals das Jagdgebiet von Wölfen, aber es gibt kein einziges Tier mehr seit, ja, 2 Wochen. Also du hast viele Spuren gefunden, aber keine neuen. Es gibt Gewässer in der Nähe, Wald, also zum Abholzen gibt es natürlich auch genug. Ihr seid windgeschützt, es gibt keine Insekten. Du hast den idealen, den perfekten Lagerplatz gefunden. Das Einzige, was dich stört, ist, es gibt keine Wölfe mehr in der Nähe. Hallo, hier ist es. Erinnerst du dich an den Wald, wo wir das genagten Burga gefunden haben? Zumindest die Knochen? Da waren ja auch nirgendwo Tiere unterwegs. Hier haben wir wohl dasselbe. Hier passiert wohl genau dasselbe, was da passiert ist. Könnte es die gleiche Kreatur sein? Weiß es nicht, aber Spuren sind hier zu finden, nur keine neuen. Die ich finde, sind schon Wochen alt. Ich bezweifle, dass es die gleiche Kreatur ist, wo wir doch den vermeintlichen Urheber erschlagen haben. Den wer in Anführungszeichen in der Luft gemacht. Den Ghoul. Ihr erinnert euch. Ich finde hier vor allem auch keine Scheiße. Normalerweise findet man überall Tierscheiße, wenn man weiß, wo man nachschauen muss. Aber wir nicht. Wir sind wohl scheinbar alleine hier. Schlecht? Nun, ob es schlecht ist, weiß ich nicht. Aber normal ist es auf jeden Fall nicht. Obwohl, wir sind in der Wildermark. Scheinbar ist es hier mittlerweile noch normal. Und wir müssen uns nur noch dran gewöhnen. Das sind immer komische Dinge. Egal, wo ihr seid. Normal gibt es hier nicht. Ja, dann Runga, zeig uns doch mal auf der Karte, wo du nächtigen magst. Jo, ich mach Map. Ach super, eine Karte haben wir. Sagst du uns, von wo wir gekommen sind, oder ist das egal? Wahrscheinlich von hier unten. Und ihr müsst irgendwie hoch in diesen Hügel und dementsprechend irgendwo auf dieser Karte könntet ihr euch dann platzieren. Wie gesagt, das Gewässer ist trinkbar. Das wäre bei einer nicht gelungenen Probe, wäre das natürlich dann in dem Fall auch nicht trinkbar durch irgendwelche Umweltbedingungen. Ist dieses Haus, ja? Ja, wenn du willst, du kannst das Haus natürlich finden und das ist tatsächlich auch so was wie, also du könntest Zelte aufschlagen, aber wenn du dich mal umsiehst, das ist wohl es ist kein Teil der Silbermine, aber es gehörte den Schürfern. So, das kannst du es verlassen. Wahrscheinlich, oder? Ja, super. Würde ich mal denken, warum nicht? Würde ich uns mal genau hier hinführen. Gut. Ja, dann an einem kleinen See gelegen, in den Hügeln, also ein kleines Bächlein, was dann sich aus den Bergen irgendwo nach unten stürzt, sich hier so ein bisschen sammelt und dann weiter nach unten fließt, könnt ihr dann eine der verlassenen Silberhütten betreten, die so ein bisschen unter euch knarren und die Einrichtung ist immer noch erhalten. Einfach ein bisschen staubig, warum auch immer die Leute hier weggegangen sind. Es gibt wenig Zeichen, die darauf hindeuten, keine Blutspuren oder sowas. Einfach eine verlassene Hütte. Gut, wir sollten trotzdem Wachen halten. Natürlich. Aber natürlich. Ja, wir können entscheiden, wo wir uns einrichten. Entweder draußen unter klarem Himmel oder hier irgendwo in der Hütte. Es scheint ja länger niemand gewesen zu sein, aber wenigstens haben wir ein Dach über dem Kopf. Was meint ihr, ist das Dach stabil genug, dass man sich draufsetzen kann? Auf dem Dach? Ja, schau dir das Holz an. Handwerker bin ich nicht. Ich auch nicht, deswegen frage ich euch. Nun, wenn wir Wachen aufstellen, werde ich die letzte nehmen, so wie es mir gebührt. Ihr meint? Dann.
Kasim wirft mal einen Blick zum Himmel, um einzuschätzen, ob das Wetter denn halten würde, wenn schon irgendwelche Leute meinen, sie wollen jetzt auch auf dem Dach pennen. Ja, dann würfel mal Wettervorhersage. Dachpennen, ich will dort Wache halten. So wie es aussieht, wir haben zwar Paios und es wird wohl Nebel kommen. Das liegt vielleicht an dem See, wäre zumindest ein natürliches Phänomen, aber du bist der Meinung, so wie die Luft gerade drückt, du hältst kurz einen Finger nach oben, müsste sich eigentlich ja auskristallisieren und dann müsste wir in der Nacht einen Nebel kriegen. Also, Dach wäre eine blöde Idee. Es wird über Nacht sich einnebeln. Und dann wirst du morgen komplett, naja, nicht nass sein, aber alles, was du anhast, wird feucht sein. Die paar Stunden Wache wäre schon in Ordnung gegangen, aber ich traue dem Dach nicht so ganz. Stellt euch diese Nacht mal auf wenig Schlaf ein. Sind nur 5 Leute. Ich will nicht auf Doppelwachen verzichten. Egal, was diese Kriegerin da erwischt hat, soll keinen von uns erwischen. Ich werde die letzte Wache nehmen. Ah, dann nehme ich die erste. Wer macht mit mir die erste? Ich würde ja sagen, ich, aber ich denke, es sollte immer ein Kampfstarker mithalten. Deshalb ich mich für die Hundswache melde. Dann werde ich mit der ersten. Sehr gut. Gut, dann machen wir die zweite Ronga. Gut, Ja, Gnaden, ich denke, euch macht es nichts aus, alleine zu halten, oder? Nein. Ich bin eine Kriegerin seit über 50 Jahren. Ihr derweil seid noch Heranwachsende, jungen Helden, wie ich sie gerne nenne. Gerade entdeckt von Mythrael. Und wenn ihr zu zweit eine Wache haltet, dann ist das wohl angemessen. Mhm. Ja, so könnt sie sich dann hinlegen, nachdem sie noch einige weitere Male vom Rondra Vademecum zitiert hat, ohne es hervorzugreifen. Sie kennt das natürlich alles auswendig, wenn sie seit 70 Jahren auf dem Deren rundspaziert. Und ja, unglaublich nervig, wie sie den ganzen Tag über war, wird sie dann endlich einschlafen. Und auch die anderen beiden, die in der Hundswache aufbleiben müssen, können endlich so ein bisschen Schlaf finden. Ja. Kasim zieht sich dann vor dem Essen nochmal so für ein halbes Stündchen nach draußen zurück, einfach um Ruhe von der Alten zu bekommen und um zu meditieren. Astrale Meditation, 6 LE. Wie lange dauert das? 6 LE sind 6 Spielrunden, sind 30 Minuten. Halbe Stunde, gut. Was passiert, wenn du währenddessen gestört wirst? Dann muss geguckt werden, wie viel Zeit vergangen ist und an dem Punkt bricht die Meditation halt ab. Du kannst sie auch selber abbrechen. Ja, genau, aber es ist halt Wurst. Die Probe findet zum Einleiten statt und dann verlierst du halt pro S-Spielrunde einen LE und bekommst einen AE. Gut. Und Fortschritt geht nicht verloren. Genau, dann machen wir Sekunde erstmal die Probe. So, ich guck gerade mal. Alarmposten haben wir nicht. Feuerwache haben wir zurzeit nicht, weil ihr kein Feuer habt. Habt ihr Streifen aufgestellt? Wahrscheinlich nicht. So, Univera wird die erste Wache nehmen. Wer macht die zweite? Kasim macht die zweite mit Ronga? Mit Ronga, ja. Und Ardo und Tau machen die erste. Genau. Dazu noch. Ich möchte vorher noch einen Frigisfero in den Stab parken. Einen Frigisfero? Ja, Lebenspunkte, die der Zauber fordert. Beim Auslösen oder jetzt? Nee, dann wird es spannend, das ist also im Kampf. Okay, das heißt, ich zahle jetzt die Astralenergie und die Lebenspunkte fresse ich im Kampf. Okay. Genau. Gut, dann könnt ihr euch vorbereiten, regenerieren noch nicht, weil wir noch nicht wissen, wie viel Schlaf wir kriegen. Aber du kannst auf alle Fälle schon mal deine astrale Meditation beginnen und dann können nach und nach Tau und Ardo die erste Wache antreten. Was mögt ihr tun? Feuer haben wir nicht. Aber Wache halten, ne? Ja, einfach Wache halten. Dann eine Sinnschärfeprobe bitte. Höre. Es ist dunkel. Und da ihr keine Nachtsicht habt und auch nicht wisst, wohin ihr
sehen müsstet, erstmal eine Hörenprobe. Ist alles übergeblieben. Ardukan knacken von neben. Von etwas um der Hütte herum. Von Norden aus. Über euch. Knacken im Sinne von gefährlich knacken oder typisches Waldknacken? Es knackt. Holz knackt. Ja, dann spreche ich mal in ein Adlerauge. Nur auf Sicht. Ah, nee, warte mal. Hier. Katzenaugen spreche ich mal, damit ich in der Nacht besser sehen kann. Es ist gelungen mit 2 TP. Ah, das ist nicht so gut. Warte mal, ich schau mal kurz nach. Ist das richtig oder muss es nur gelungen sein? Das finde ich jetzt mal heraus. Sekunde. Katzenaugen? Ja. Glaube ich, nur gelungen sein. Ich glaube, die Katzenaugen müssen nur gelungen sein. Damit du dann eine Nachtsicht bekommst, bin ich der Meinung. Können sogar fast voll. Dunkelste Dunkelheit ist hier bei 10. Dieser Zauber senkt nun die Stufe der Dunkelheit um je einen Punkt pro ZFP-Stern. Na super. Also ein Punkt. Ja, dann kannst du eine Sinnschiffprobe auf Sicht machen. Mhm. Ah, nicht ganz gut. Du siehst, dass sich da irgendwas bewegt. Irgendwas ist da. Und dann siehst du, wie Katzenaugen zurückfunkeln. Oh. Hey, Leute. Da ist was Großes im Busch. Und zwar wirklich. Groß. Katze. Weg die anderen. Ja. Au geht zurück in die Hütte. Standen wahrscheinlich davor. Und fängt erstmal an, Kasim wach zu rütteln. Wir haben Besuch. Kasim braucht einen Moment, bis er wach ist. Dann kannst du sehen, wie er die Augen aufschlägt. Kurz mit den Augen rechts, links, sich so ein bisschen orientiert, dich dann fixiert. Was, wo, wie? Katze. Sehr groß. Er konnte Ardo nicht erkennen. Scheiße. Ja, dann siehst du, wie er aufsteht und das Untergewand auch im Schlafsack noch anhat und sich einfach nur die rein weiße Robe wieder überzieht und dann nach seinem Stab greift. Au sprintet dann rüber zu den anderen beiden Geweihten und du, Ronga. Ronga, deine Aufgabe. Du bist unser Bestienjäger. Kommst zum Kampf? Werden wir überfallen? Ich glaube, du hast gleich Spaß. Katze. Ja. Die Geweihte wächst auch? Ja, aber. Natürlich. Beim heiligen Lothar. Herr Gnaden, wir werden wahrscheinlich überfallen. Von was? Räubern? Mordbuben? Groß und Katze. Rondra schickt uns ihre Truppen. Ja, möglicherweise auch nicht. Ah, du konntest nicht genau ausmachen, aber er klang sehr besorgt. Sie greift ihr Schwert. Dir fällt übrigens dass es kein Rondra-Kamm ist. Was ein bisschen merkwürdig ist. Und geht dann nach draußen. Macht die Tür auf, ziemlich geräuschvoll und tritt dann neben Maru. Also es ist ein gewöhnliches Langschwert, was sie hat, also gewöhnlich. Es ist ein Analypender, aber es ist kein Rondra-Kamm. Rondra-Kamm einhändig zu führen wäre ja auch schwer. Ja. Ja, anderthalbpender ist auch schwer, aber vermutlich leichter. Ja, man folgt dann auch mal nach draußen. Also, was hast du gesehen beim heiligen Luther? Da hinten Katzenaugen im Gebüsch. Sie stiert in die Finsternis. Im Alter verlassen mich etwas die Augen. Da geht doch rüber. Kurze Abfrage, waren diese Katzenaugen so im Sinne von sehr große Katzenaugen oder im Sinne von Hauskatze Katzenaugen? Es waren Katzenaugen, die dich angefunkelt haben. In einer großen Distanz, also werden sie groß gewesen sein. Soll ich Licht machen? Erkenne ich die Augen noch? Ja, noch, aber in der Zeit würden dann die... Wie lange halten die Katzenaugen? 5 Minuten? Eine Spielrunde? Sekunde. 5 Minuten ist eine Spielrunde. Ja.
Ein ASP pro 3 Spielrunden. Pro 3, also, ja, dann sind so. Sie noch an. Ja. Also du kannst sie noch sehen, wie sie euch mustern. Und das sind wohl mittlerweile 4 Paare. Das ist nicht nur eine Katze. Soll ich Licht machen? Ja, hau rein. Dann schaut auch nochmal zu Ronga. So mit einem fragenden Blick. Ich würde ungern auf die zugehen, ohne mein Kettenhemd an, aber ja, Licht würde vielleicht helfen. Die sehen, wir nicht. Ja, gut, dann konzentriert sich Kasim und ich hol mir einen Flipflop. Der dauert 2 Aktionen, da kann ich mir Zeit lassen. Das Coole am Katzenaugenzauber ist ja, dass wenn die von hellem Licht erwischt werden, werden die geblendet. Ja, genau das. Kein Ignifax. Wenn der. Ja, würfel den Flipflop. Ich weiß das natürlich und mach die Augen zu. Ich hab den ja auch nicht zum ersten Mal gesehen. Es gibt ein lautes. Was heißt Fauchen? Mauzen. Das ist eher ein Mauzen. Die Augen gehen zu und dann knackt es wieder im Gebüsch. Ja, ich habe mir übrigens einen zusätzlichen Astralpunkt dafür gegönnt. Also sind wir bei Helligkeit 7. Ja, was auch immer. Also war es das weg. Weg so. Mit einem Blick in den Himmel kannst du jetzt aber auch sehen, dass Nebel tatsächlich sich verdickt. Ronga, ist es normal, dass Katzen im Ruf jagen? Katzen? Ja, nee. Eher die Berglöwen bei uns, die sind eher Einzelgänger. Egal, was das hier war, normal war es nicht. Wir sollten eigentlich keine Tiere sein. Außer, es sind ungewöhnliche, besonders aggressive Prädatoren aufgetreten. Wir dürfen mal eine Tierkundeprobe würfeln. Für Ronga ist hier erleichtert um 3. Die andere Tiere vertreiben. Ja, zum einen, weil du Bestienjäger bist, aber zum anderen, weil du auch die Fährtenforschung gefunden hattest. Kennt sich sowieso ein bisschen besser aus als die anderen.